Moin Moin und hallo, da sind wir wieder. Und auch schon wieder weg. Heute reisen wir mit Zurück in die Zukunft zurück in die Zukunft. Danach testen wir in Little Big Planet 2 die neuen Skills der Sackboys. Zunächst jedoch arbeiten wir ein paar Spiele-Schmankerl aus der Weihnachtszeit auf. Die Zeit, die hier jetzt sparen, packen wir in den nun folgenden Beitrag. Nachdem die Jungs von Blizzard über Jahre eine knuddelig-gemütliche Warcraft-Welt aufgebaut haben und damit realer Weltherrschaft bedrohlich nahe gekommen sind, machen sie mit Cataclysm nun all das einfach wieder kaputt. Dafür bekommt ihr neue und neue alte Gebiete, unter anderem sogar unter Wasser. Dazu neue Rassen und Klassen und von Goblins bis Gilden genug Zeugs, um auch noch den letzten Rest Leben aus euch rauszuspielen. Außerdem gibt es sogenanntes Phasing, von dem Hauke sagt, das wäre sehr schwer zu erklären. Deshalb sparen wir uns das und verbrennen stattdessen lieber dieses tolle Artbook aus der sauteuren Collector's Edition. Na gut, dann verlosen wir es halt. Der erste, der einen echten Brief an die Gamemon-Redaktion schreibt, kann das Ding haben. Außer Hauke. Infinity Blade von Epic Games zeigt, wie gut Casual Games mit Rollenspiel-Touch aussehen können, wenn die Entwickler wissen, was sie tun. Okay, das meiste ist von Punch-Out geklaut, aber das immerhin mit Stil. Geschnetzelt und gezaubert wird hier nämlich mit dem Finger. Wäre das im echten Leben auch nur so cool. Sorry, Alter, heute nur mit Einladung, weißt du, geh wieder zurück in die Schlange. Anderes Thema. Deutschlands Straßen sind voller Smartphone-Zombies. Und was wird gespielt? Größtenteils großer Scheiß. Mehr Spaß macht es allerdings, die Scheiße zu entwickeln, die dann andere spielen. Du hast eine kleine Entwicklerschmiede und musst dann groß werden. Es geht nur darum, Spiele zu entwickeln, die zu verkaufen und Geld zu scheffeln. Ja, man muss sich entscheiden. Entweder will man Kunst machen oder man macht Kommerz. Ich habe mal am Stück den ganzen Arbeitstag gespielt. Und bin erst um 2 oder 3 ins Bett. Ich habe sogar davon geträumt, nachts dann. Mein Highscore ist 36.600.000. 63,4 Millionen. 58 Millionen. 36 Millionen. Preis-Leistungs-Verhältnis ist überragend. So ungefähr 1.000. Einfach. Aber so unfassbar süchtig machen, ich kann nicht aufhören. Yeah, Hall of Fame Game. Aus der Hall of Fame zurück auf die Wii kommt Donkey Kong Country. Das ist zwar stellenweise oberaffenunfair und zwingt euch ständig zu primatenmäßigem Wiimote-Geschüttel, doch das ist okay. Immerhin gehört hier zum Affenmachen ausnahmsweise mal zur Story. Und es ist schön, so schön. Hier beweist Nintendo wieder mal, wenn es um Affen geht, fahren sie der Konkurrenz davon. Das kleine Mammutwerk Cave Story wurde schon 2004 von einem fleißigen Japaner im Alleingang als Freeware für den PC zusammengeschustert. Und so sieht's dann auch aus. Cave Story gibt euch das Gefühl, einen alten Metroid- oder Castlevania-Teil zu spielen und erzählt seine Geschichte dabei unaufdringlich und schlau. Ein wenig überhyped ist es allerdings auch, Retro-Charme hin oder her. Und nun? Choose your Überleitung! Lange in einer Höhle gelebt hat auch jeder, der das hier nicht kennt. Pac-Man Championship Edition DX. Und endlich hat man bei einem Remake auch mal an was anderes als an Kohle gedacht. PMCE DX ist ein ähnlich anarchischer Farbentanz wie Geometry Wars, nur mit etwas mehr Mauern, Anstand und Ordnung. Hier gibt es Regeln, meine Herren. Wir sagen Ja zu Pillen und bunten Farben. Und als krönender Abschluss eine derbe Enttäuschung. Ich habe eine offene Wunde. Hier drin. Sie tut fürchterlich weh. Denn es schmerzt, das Spielen von Battlefield Vietnam. 5 neue Karten, die kleiner sind als gewohnt und weniger strategische Angriffsflächen bieten, kein Aufleveln, Holzzäune, die sich nicht durchboxen lassen, Polygonkram, an dem man hängen bleibt, ein enorm überpowertes Geschütz und Waffen, die man entweder schon kennt oder die keinen Spaß machen. Noch immer ist das Online-Team-Balancing völlig im Arsch. Manchmal spielt man mit 9-Mann-Teams gegen 3-Mann-Teams, was rein rechnerisch dann 12 Mann ergibt, die keinen Spaß haben. Es hat aber auch sein Gutes, irgendwann wechselt man zurück zu Bad Company 2 und merkt erstmal wieder, wie geil dieses Spiel doch eigentlich ist, wie verwöhnt man war und was man daran hat. Diese Liebe kann man nicht für Gamer Points kaufen. Apropos kaufen, werdet ihr trotzdem alle. Die Sucht treibt's halt rein, was soll man machen? Es gibt ja nichts anderes, da kann der olle Simon noch so viel warnen. Oh, Alter, siehst du gut aus. Oh, danke. Was meinst du, ist Vietnam sein Geld wert? Nee. Das war die Vergangenheit, hier ist die Gegenwart und jetzt kommt die Zukunft. Und danach gehen wir zurück in die Zukunft. Gern hätten wir euch schon in dieser Folge Dead Space 2 präsentiert, doch das bayerische Sozialministerium hatte eine weitere USK-Prüfung erzwungen. Geändert hat sich am Ergebnis aber nichts. Dead Space 2 bekommt nach wie vor eine Freigabe ab 18.
Die Teilnehmerliste für den Crossover-Prügler Marvel vs. Capcom 3 wird immer voller. Zuletzt wurden Final Fight Rabauke Hagger und die heißblütige Marvel-Superheldin Phoenix bestätigt. So kennt ihr Fallout New Vegas mit schaurig schöner Endzeitwelt in 3D. Um auch den 2D-affinen Japanern die Serie schmackhaft zu machen, bietet die japanische New Vegas Website nun ein Fallout-Browser-Game im 8-Bit-Stil an. Ob Diablo 3 jemals für Konsolen erscheint, steht noch in den Sternen. Doch am 20. Februar können immerhin die Xbox-Besitzer ihre Gier nach Dungeon-Crawlerei stillen, dann nämlich kommt der PC-Hit Torchlight als Xbox Live Arcade-Titel. Wir unterbrechen dieses Next für etwas Eigenwerbung. Auf GameOne.de gibt's die volle Packung Tron Evolution. Nils hat in Paris nicht nur die Stars des Films getroffen, sondern auch das dazugehörige Spiel gezockt. In 3D, voll Hightech. Außerdem waren Simon und GameOne Grinsekatze Gunnar auf der Northcon, Deutschlands größter LAN-Party. Welche unglaublichen Abenteuer haben die beiden auf der Zocker-Convention erlebt? Und welche Filmchen haben die Besucher wohl auf den mitgebrachten Festplatten? Die Antworten auf all diese drängenden Fragen und noch viel mehr Blödsinn seht ihr auf GameOne.de. Nerds weltweit sind sich einig, Zurück in die Zukunft ist das Beste, was es Film, Trilogie und Zeitreise technisch gibt. Und endlich traut sich mal jemand, die Serie nun virtuell umzusetzen. Nein, noch viel besser, fortzuführen. Ob das ein Projekt mit Zukunft ist, wird die Zeit zeigen. Und dieser Beitrag. Fluxkompensator auf fluxig, Nostalgiefaktor auf epic und Testskills auf Maximum. Alles ist bereit für eine virtuelle Zeitreise, auf der wir einen Blick auf das nicht mehr ganz so neue Adventure Zurück in die Zukunft werfen. Mit ihrem DeLorean sprengten Marty und Doc Brown vor 25 Jahren zum ersten Mal die Grenzen von Raum und Zeit im Kino. In den Filmen bereisten sie das Hill Valley der Zukunft, der 50er und des Wilden Westens. Im Spiel macht Marty nun auch einen Zwischenstopp in den 30er Jahren. Dort gibt's dann mal wieder nur Probleme mit dem Doc und Marty muss ihm aus der Patsche helfen. Armer Marty hat immer Stress. Wir würden mit einer Zeitmaschine sinnvollere Dinge anstellen, zum Beispiel die Nerds aus der Spielesteinzeit mit der Technik von heute wegblasen. Also echt, ne? Das fetzt total, diese Telespiele. Ich bin Darth Vader vom Planeten Vulkan und damit spielen wir! Die Jungs von Telltale Games haben bereits mit der Spielumsetzung der Sam & Max Comics bewiesen, dass sie großen Wert darauf legen, den Charakter einer Vorlage nicht zu verfälschen. Und das ist ihnen Gott sei Dank auch bei Zurück in die Zukunft gelungen. Und das Geile ist, man erkennt an jedem, im Level, in jeder Ecke, irgendwas, was man aus dem Film kannte. Also die Hundefüttermaschine, die unglaublich lange dauert, steht irgendwo da. Man hat auch einige Rätsel, die quasi darauf aufbauen, dass man weiß, was in den Filmen passiert ist. Stichwort Riesenlautsprecher. Achte genau auf meine Betonung. Gerne, denn gerade die englische Synchro ist ein Leckerli für unsere Ohren. Neben Doc Brown-Darsteller Christopher Lloyd konnten auch andere Originalstimmen aktiviert werden. Abgesehen vom erkrankten Michael J. Fox, doch für den fand man einen würdigen Ersatz. Doc, you gotta listen to me. The bruise on your head, I know how that happened. You told me the whole story. Bei der deutschen Synchronisation hingegen hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen. Polizei! Ich werde von Audis! Hä? Tja, ärgerlich, aber halb so wild. Wir fühlten uns trotzdem an allen Ecken und Enden an unsere liebsten Filmmomente erinnert. Und wo zum Geier sind Sie dann? Die richtige Frage lautet... Wann zum Geier sind Sie? Hey, hast du ihm gerade die Brieftasche geklaut? Ich glaube, er hat dir die Brieftasche geklaut. Ah, Marty, du feige Sau! Niemand nennt mich eine feige Sau! Sag, was zum Geier ist denn das? Telltales Zurück in die Zukunft Adventure ist Fanservice, wie er sein soll. Durch die gut getroffenen Charaktere, den einzigartigen Humor und den Soundtrack fühlt ihr euch ins gute alte Kino der 80er Jahre zurückversetzt. Wir können Episode 2 kaum noch erwarten. Und die Episoden 3, 4 und 5 auch nicht. Neues Jahr, neue Werbung. Möchte jemand diesen Schuh kaufen? Ich. Bitte. Danke. Sympathische Sackgesichter sind sie ja schon, die Bewohner des Little Big Planet Universums. Und jetzt kommen sie mit Little Big Planet 2 wieder und fordern uns Spieler durch einen super krassen neuen Editor zu noch mehr Kreativität auf. Nein, die Frage ist, wollen wir das? Oder noch viel wichtiger, können wir das überhaupt?
Play, Create, Share. Mit diesem Slogan warb Sony schon beim ersten Little Big Planet um die Gunst von Kreativköpfen, die gerne mal ihr eigenes Hüpfspiel machen wollten. Mit Little Big Planet 2 werden die Bastelmöglichkeiten nun um ein Vielfaches aufgestockt. Doch zunächst ein paar Worte zum Story-Modus. Ja, richtig, Little Big Planet 2 erzählt diesmal sogar eine Geschichte, wenngleich auch keine besonders originelle. Die Welt der Sackboys wird bedroht von einem gigantischen, alles aufsaugenden Roboter namens... Weltallputze! Nein, Negativitron. Nur euer kleiner Sackboy entkommt dem Staubsaugerbeutel tot und so liegt es an euch, dem gierigen Negativitron das Maul zu stopfen. Oh, großartig. Wie im Vorgänger ist die zugrunde liegende Spielmechanik nicht mehr als ein 2,5-dimensionales von links nach rechts Jump'n'Run. Verrückte Hindernisse und originelle Fallen fordern von euch sowohl Grips als auch gute Reflexe. Doch das Leveldesign war noch nie die Schwäche von Little Big Planet. Ganz im Gegensatz zur Steuerung. Schon im ersten Teil fühlten sich die Sackboys etwas schwammig an und leider hat sich daran auch nichts geändert. Euer Stoffkamerad reagiert träge und versemmelt manchmal auch einfachste Sprünge. Ganz lustig fanden wir die neuen Tools, die in einigen Levels zur Verfügung stehen. Da wären zum einen die Sackbots, die ihr mit einer künstlichen Intelligenz verseht. Und mit dem Creatinator-Helm könnt ihr alle möglichen Dinge verschießen. Also, tja, also wirklich alles. Altbekannt, aber trotzdem ganz nett, ist der Greifhaken, mit dem ihr euch an Gegenständen festhalten und über Hindernisse hinwegschwingen könnt. Die reizvollste Neuerung in Little Big Planet 2 ist jedoch der stark erweiterte Editor. Wart ihr zuvor meist darauf beschränkt, eigene Hüpflevels zu bauen, so könnt ihr nun sogar Rennspiele, Flugspiele oder Beat'em-ups erstellen. Ja, geradezu programmieren. Eurer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Also, auf in den Editor! Doch halt! Bevor ihr euch kreativ austoben könnt, solltet ihr euch zunächst einmal die sage und schreibe 52 Tutorial-Videos anschauen. Hier lernt ihr nicht nur, wie man die 580 Trillionen Werkzeuge benutzt, sondern ihr erhaltet hier auch einen Großteil der Funktionen, Objekte und Materialien, ohne die ihr gar nicht erst loslegen braucht. Es gilt also, studieren geht über probieren. So, genug geklimpert, ran an die Arbeit. Tim und Trant versuchen sich nun am Nachbau des simpelsten Spiels überhaupt, Pong. Lass uns das authentisch machen. Lass uns einfach ein schwarzes Spielfeld nehmen und einen weißen Strich in der Mitte. Das Pong-Spielfeld ist schnell gebaut und auch die Programmierung der Schläger geht einigermaßen fix vonstatten. Dennoch, schon hier muss man unheimlich viel beachten, um die Schläger dazu zu bringen, sich auf Tastendruck nach oben oder unten zu bewegen. Ah, es geht! Ah, geil. Genau so soll es sein. Noch kniffliger gestaltet sich die Programmierung des Balls. Der braucht auf jeden Fall auch einen Beweger. Ja, der braucht einen Mikrochip, glaube ich. Ja, es folgen unzählige Experimente mit Verhaltensmustern, Materialien, Impulsgebern, Schwerkraftreglern und Aufprallsensoren, doch am Ende schaffen es die beiden doch noch. Okay. Okay. Starte. Das ist so lame. Ihr seht schnell mal, was basteln ist nicht. Ihr braucht viel Zeit, um die Möglichkeiten des Editors voll auszuschöpfen und wer dafür nicht die nötige Geduld oder Kreativität besitzt, der erfreut sich eben an den genialen Schöpfungen der Community. Der Slogan Play, Create, Share trifft also auch diesmal wieder voll zu. Wir unterbrechen diese Sendung für eine wichtige Information. Game One ist nun auch im Internet. Und außerdem zu Ende. Wiederschauen. Reingehauen. Tschüss. Oh, McFly, dein Schuh ist offen.